Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke wurde am Freitag um 10.57 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Straße am Spring alarmiert. Vor Ort hatten aufmerksame Nachbarn piepende Rauchmelder, Brandgeruch und eine leichte Rauchentwicklung aus einer Wohnung wahrgenommen. Die Bewohnerin der Wohnung war nicht zu Hause. Die Wohnung war verraucht, in der Küche konnte angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd vorgefunden werden. Das wurde abgelöscht. Schon zum zweiten Mal hat ein Rauchmelder in dieser Woche Schlimmeres verhindert und frühzeitig einen Brand detektiert. Die gesetzliche Rauchmelderpflicht zahlt sich positiv aus, so der Einsatzleiter abschließend.